Mein Name ist Niko Lehtonen. Ursprünglich komme ich aus Finnland, bin 2012 nach München umgezogen, wegen einem Erasmus-Austauschprogramm. Also ich war zwei Semester, habe ich beim TU München dann hier studiert. Jetzt 10 Jahre später bin ich immer noch hier. Mein Hobby ist meine Arbeit aktuell. Seit ich 15 Jahre alt bin, bin ich mit Moped gefahren und danach mit 125er. Danach, als ich 18 geworden bin, habe ich ein erstes richtiges Motorrad gekauft und habe jetzt also Beruf gefunden, wo ich meine sozusagen Leidenschaft oder Hobby weitermachen kann. Und die Entwicklung von Motorrädern, also das ist so, jedes Motorrad muss auch besser sein, man will Motorrad leichter haben, eventuell auch billiger, abhängig vom Segment, schneller, beschleunigt besser, mehr Connectivity. Wir packen sozusagen neue Features, machen alles leichter und kosteneffizienter. Wenn ich ein Motorrad sehe, wo ich ja, also ein Teil oder also eine Umgebung entwickelt habe, dann erinnert immer die Schwierigkeiten, was gab es im Projekt damals. Und dann, also, jetzt man sieht das Produkt auf der Straße. Also das ist so ein schönes Gefühl, muss ich sagen.